Ja, hallo, hier schöne Grüße aus Augsburg. Wir haben heute 2015 die Mitgliederversammlung zu Ende gebracht, möchten jetzt ein paar Worte darüber verlieren. Ich habe zu meiner Rechten unseren Vizepräsidenten Thomas Augste und zur Linken unseren Verbandsarzt Matthias Ritsch. Ich wollte eigentlich ganz gerne mit dem Thomas anfangen. Thomas, du auch als ehemaliger Athlet, wie siehst du die momentane Situation von unserem Verband, gerade natürlich auch aus Athletensicht? Aus meiner Sicht ist die Entwicklung des DBFV sehr erfreulich unter den verschiedensten Gesichtspunkten. Wenn du die Athletensicht ansprichst, dann ganz besonders, weil wir feststellen können, dass wir jetzt die letzten Jahre eine Vielzahl von neuen Meisterschaften kreiert haben, wo wir Athleten die Möglichkeit geben, sich auf der Bühne zu präsentieren, insbesondere im Juniorenbereich, wo jetzt neue Klassen letztendlich die Möglichkeit bekommen haben, entsprechend den internationalen Vorgaben ein Podium zu finden, um ihre hervorragenden Leistungen präsentieren zu können. Danke, Thomas. Matthias, wir persönlich kennen uns schon ganz, ganz viele Jahre von Münster schon, aber auch über den Verband. Ja, du bist, muss man ganz klar sagen, viel, viel länger dabei als ich und hast auch andere Tage im Verband erlebt. Wie würdest du auch vielleicht im Hinblick dessen, wie die Geschichte des Verbandes ist, was du miterlebt hast, die momentane Situation einschätzen? Ich denke, wir haben es geschafft, jetzt diesen Boom endlich mal umzusetzen, dass wir einfach diese Starterfelder kreieren konnten mit den neuen Klassen, mit den Fitnessklassen, konnten wir auch neues Publikum, neue Art von Startern ziehen. Und ich glaube, das hat dem ganzen Verband einen riesen Aufschwung gegeben. Und eigentlich hätte man das 10 Jahre vorher erwartet, wo die Fitnesswelle angefangen hat. Und wir haben uns spät entwickelt, aber ich denke, wir haben uns sehr, sehr gut entwickelt. Und wie es gerade gesagt worden ist, mit den vielen Möglichkeiten für Starter, die wir jetzt einfach haben, hat sich das Teilnehmerfeld enorm geweitet. Und an unseren Starterzahlen sieht man es ja, dass das Ganze, wir liegen mit dem, was wir tun, im Trend. Gut, danke Matthias. Thomas, nochmal ganz kurz zu dir. Heute nach der Mitgliederversammlung, morgen geht es gleich zur internationalen süddeutschen Meisterschaft. Wir haben ja auch schon über unsere Kanäle gepostet. Ausverkaufte Hütte, sehr, sehr viele Athleten. Was versprichst du dir für morgen? Hast du schon irgendwie rausgehört, wer vielleicht an den Start gehen könnte, Favoriten? Wie denkst du, wie es morgen zugehen könnte? Es ist schwierig. Also die süddeutsche Meisterschaft ist eine sehr etablierte Meisterschaft, die eine lange Tradition hat. Ich selber war auch schon mal bei der Süddeutschen Teilnehmer. Es ist ein starkes Feld. Es sind ja um die 150 Athleten angemeldet. Und vor dem Hintergrund kann man erwarten, dass es interessante sportliche Auseinandersetzungen geben wird. Natürlich kennt man den einen oder anderen Athleten, wo man auch davon ausgeht, dass der erfolgreich sein wird. Aber man wird morgen sehen, wer dann seine Top-Leistung bringen kann. Matthias, ein bisschen langfristiger gefragt, ist heute auch bei der Mitgliederversammlung angesprochen worden. Deine Seminare gemeinsam mit Martina, die waren äußerst erfolgreich dieses Jahr. Also das war wirklich brutal. Wir wollen natürlich auch über unsere neuen Medien die Seminare begleiten für 2016. Denkst du, können wir einige Seminare veranstalten und da können wir uns auch drauf freuen, oder? Was kannst du den Leuten sagen? Och, das kann ich jetzt schon bestätigen. Ich kann jetzt schon Berlin bestätigen und ich kann Lübeck bestätigen. Das sind zwei Seminare, die wir gerade ausgemacht haben und in meiner alten Heimat in Nordrhein-Westfalen werden wir in Dortmund auch eins von meinen geliebten Kaderseminaren wieder abhalten. Das mache ich diesmal alleine ohne Martina, aber ansonsten ist Martina immer mit im Boot. Und ich glaube, diese Kombination hat uns viel gebracht. Wir waren selber überrascht von dem Ansturm, den wir erlebt haben, vor allen Dingen auch von vielen, nicht nur jungen Athleten, die nach Wissen lechzen, sondern von denen, die einfach die Erfahrung haben und sich in vielen Dingen bestätigt gesehen haben und spezielle Fragen hatten. Also ich glaube, das ist insgesamt ein echt erfolgreiches Tool, das wir auf jeden Fall mit dem Verband zusammen weiter ausbauen werden und weiter tragen werden. Und ich denke, es ist auch für die Gesundheit der Athleten enorm wichtig, dass einfach Informationen weitersacken, dass wir in Trainingsmethodik, dass wir in verschiedenen Übungsanleitungen einfach wesentlich weiter sind als noch vor Jahren. Und dieses No Pain, No Gain, das werden wir auch noch in eine Ecke bringen, wo es hingehört, dass man nämlich versucht, trotz Leistungssport gesundheitlich optimal trainieren zu können. Ja. In diesem Sinne, Thomas, Matthias, vielen Dank fürs Interview und dann weiter in eine glückliche Zukunft. Ciao. Ciao, servus.